Ein ganz herzliches Willkommen heute bei unserem Mitsingfilm. Herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass wir heute zwei Gäste mit dabei haben, Yvonne und Holger, die auch sehr gerne singen. Und Yvonne leitet sogar eine Singgruppe in Kirchheim. Und heute haben wir etwas Besonderes geplant, und zwar ein Mantra aus der Mongolei. Das hat mir vor ungefähr, ja genau, 25,5 Jahren ein Lama, also ein buddhistischer Mönch aus der Mongolei, übermittelt. Om Tare, Tutare, Ture, Suha, ein Mantra, wo ganz viele Frauen auch singen, ein Mantra des Mitgefühls, aber es geht auch um Schutz, um Heilung. Zum Beispiel wird es gesungen bei Schwangerschaften oder immer auch, wenn man einfach Unterstützung braucht. Und die eigentliche Bedeutung ist aber auch Liebe und Mitgefühl. Und dieses Mantra hat eine Besonderheit. Ich habe in Forschungen mit dem Chronomediziner Professor Moser geschaut, was haben Mantren für Wirkungen auf Körperrhythmen. Und bei diesem Mantra haben wir eben entdeckt, dass das einen ganz starken Zustand der sogenannten Herzkohärenz macht. Ich blende in diesem Film jetzt gleich ein Bild ein, wo ihr das sehen könnt auf der Grafik. Herzkohärenz bedeutet einen optimalen Gleichgewichtszustand des vegetativen Nervensystems, wo wir uns erholen können und Stress abbauen können. Und mit diesem Mantra wenden wir uns jetzt auch an Menschen zum Beispiel mit körperlichen Krankheiten, wo es einfach darum geht, die Selbstheilungskräfte zu mobilisieren und eben Stress abzubauen, weil Stress und besonders chronischer Stress bei vielen Dingen eine gesundheitsschädliche Wirkung haben. Und wir wollen das Gegenteil erreichen. Ein gutes Gefühl und Erholungszustände. Ja, und für manche sind vielleicht solche Mantren ein bisschen ungewöhnlich. Deswegen werden wir im zweiten Teil einen deutschen Text noch singen, und zwar Segen und Heilung für den Körper und dann Segen und Heilung für die Seele. Also zunächst das Mantra in der traditionellen Form, Om Tare, Tutare, Ture, Soha. Und dann werden wir einen kurzen Moment eine Pause machen und dann Segen und Heilung für den Körper, Segen und Heilung für die Seele singen. Ja, dann wünschen wir euch jetzt ganz viel Spaß mit diesem Mantra. Tare, Ture, Soha.
Ja, erstmal vielen Dank für das Mitsingen. Bevor wir jetzt zum Teil 2 kommen, wollte ich noch etwas erklären. Ihr habt vielleicht gemerkt, dass das eine relativ lange Melodielinie ist. Und dann kommt so eine längere Pause, wo ihr einatmen könnt. Und da empfehle ich euch, tief einzuatmen. Und idealerweise singen wir dann diese Phrase in einem Ausatmen. Aber ihr könnt natürlich, achtet darauf, dass ihr euch wohlfühlt. Wenn euch das zu lange ist, könnt ihr dazwischen auch atmen. Ansonsten einfach tief einatmen in der Pause und dann diese ganze Melodiephrase singen und dann wieder tief einatmen. Dann kommen wir nämlich in einen Bereich mit der Atmung, in einen Rhythmusbereich, wo diese starken Resonanzphänomene auftreten, wie ihr das vorher in dem Bild schon gesehen habt. Aber ganz wichtig dabei, nichts forcieren, achtet darauf, dass ihr entspannt singt. Das ist das Allerwichtigste dabei. Und jetzt singen wir sozusagen dasselbe Mantra, die gleiche Melodie, allerdings mit einem deutschen Text. Dieses Om vom Anfang lassen wir jetzt weg. Wir singen einfach nur Segen und Heilung für den Körper, Segen und Heilung für die Seele. Und dann ist auch wieder diese Pause drin, wo ihr wieder tief einatmen könnt. Und natürlich geht es jetzt auch darum, wie eine Art Meditation, dass wir mit Mitgefühl und Liebe für unseren Körper singen, für unsere Seele einfach wertschätzend, dass wir sozusagen auch unseren Körper als eine Art Tempel ehren und betrachten und ihm ganz viel Liebesenergie und heilsame Energie schicken und unsere Seele auch. Wir wissen aus der Forschung der Psychoneuroimmunologie, dass wir eben tiefgreifend auch mit unserem Geist Einfluss nehmen können auf körperliche Prozesse. So, aber ich will jetzt keine Vorträge halten. Hier geht es ja eigentlich um Singen. Okay. Segen und Heilung für den Körper.
Ja, ein ganz herzliches Dankeschön für das Mitmachen. Und ich werde das in der Videobeschreibung so einrichten, dass ihr direkt sowohl den deutschen Text wie auch diesen Mantratext anspringen könnt. Dann müsst ihr nicht jedes Mal meine theoretischen Erläuterungen euch anhören, sodass ihr praktisch damit auch üben könnt. Also immer dann, wenn ihr Stress abbauen wollt. Und wenn ihr einige Male dieses Mantra gesungen habt, dann werdet ihr ein gutes Gedächtnis für das Tempo auch haben, sodass ihr das auch ganz ohne diesen Film singen könnt, weil bei Melodien haben wir ein sehr gutes Gedächtnis. Dann könnt ihr einfach für euch, egal wo ihr seid, im Auto, wo auch immer, vor irgendeinem stressigen Event, dieses Mantra oder diesen Text für euch singen. Trotzdem empfehlen wir euch natürlich, dass ihr auch an Singgruppen teilnimmt. Ihr könnt entweder bei uns irgendwo teilnehmen, an Seminaren oder eben auch bei Yvonne, die in Kirchheim, ich glaube, wöchentlich eine Singgruppe. 14-tägig. 14-tägig. Und nicht nur das, also Yvonne ist auch Trainerin für, das kann ich mir nie merken, wie man das ausspricht. MBSR. Vielleicht sagst du es selber. Ja, MBSR, also Mindfulness-Based Stress Reduction oder einfach Stressbewältigung durch Achtsamkeit. Genau, also Yvonne ist sozusagen doppelt qualifiziert und Holger auch. Die beiden meditieren auch ganz viel und kennen sich eben mit Entspannungsmethoden auch aus und heilsam singen. Und das kann man natürlich wunderbar verbinden, beides. Ja, dann wünschen wir euch viel Spaß beim weiteren Singen. Tschüss zusammen. Habt's gut. Ciao. Viel Spaß.